Jojo und willkommen hier bei einem neuen Fanfiction-Video. Hallo. Bei wunderschönem Lagerfeuer mit dem guten Petret. Hallo. Wie geht's euch an diesem warmen Tag? Und als kleines Vorwort, die Fanfiction ist wie immer in zwei Teile aufgesplittet. Das heißt, ich lese die Hälfte, Petret liest die Hälfte. Und wenn ihr später wissen wollt, wie es weitergeht, dann lest einfach, also guckt dann später bei Petrets Video vorbei. Das könnt ihr euch dann angucken, nachdem ihr das hier geguckt habt. Das ist dann unten verlinkt. Und ich würde sagen, Wir... Die ist ganz frisch, also so ein Tag. Die ist ganz frisch, also die hat Petret zugeschickt bekommen, glaube ich. Meinst du Twitter? Ja. Ja, und die heißt Love Sickness von Kurz Heroin, glaube ich. Und es fängt an mit, in Klammern, aus Felix Sicht. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Du kannst anfangen. Wir lesen uns die Fanfiction nie durch. Also wir wissen nicht, ob die gut ist oder schlecht. Ja, wir lesen die blind. Wir filtern halt immer nur raus, ob da so Sachen, ob da so schwule Wörter drin stehen wie Küssen oder Lippen oder Brust oder so ein Zeugs. Und dann können wir halt sehen, ob die schwul genug ist. Und ich will nicht lange rumschnacken. Du siehst sogar oben links auf der Website ist sogar, siehst du das Bild da oben bei Love Sickness? Ja. Das ist das Bild vom Video Day, wo du mir auf die Wange küsst. No was? Homo. No homo. Die Leute werden sich also sonst was denken. Okay, es geht los. Sorry, Felix, aber ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr so tun, als würde ich dich wirklich lieben. Ich wollte dich damals einfach nicht verletzen. Du bist mir echt wichtig, aber eben nur als bester Freund und nicht mehr. Ich liebe dich nicht. Revi guckte mich noch einmal mit einem entschuldigenden Blick an, bevor er aus der Haustür ging und mich endgültig verließ. Mein Körper war wie betäubt. Ich konnte mich nicht bewegen und stand immer noch an derselben Stelle. Immer wieder hörte ich diesen Satz in meinem Kopf. Ich liebe dich nicht. Ein halbes Jahr Beziehung, in der er mich belogen hat. Eine erste Träne verließ mein Auge und rollte über meine Wange. Und ihr folgte gleich ein ganzer Strom. Ich sank auf dem Boden zusammen, vergrub meine Nase in meinem, nein, Revis Pulli. Ich inhalierte seinen wundervollen Geruch, der meine Sinne benebelte und mir noch mehr Tränen in die Augen drückte. Okay. Nie wieder würde ich ihm nah sein. Nie wieder würde ich meinen Kopf auf seine Brust legen und mit der Melodie seines Herzschlages einschlafen können. Boah, ist das gay, Alter. Nie wieder würden seine weichen Lippen meine küssen. Also du trennst dich gerade von Revi, ne? Ja, ich glaube, ich trenne mich gerade von Revi. Genau. Oh shit, okay, du machst weiter. Warte, ich guck mal, so, ich muss einen Überblick. Ah, es sind noch ein bisschen Text, okay. Zwei Absätze einfach noch dann. Ja, ganz entspannt. Okay. Nach Minuten oder Stunden, ich weiß es nicht so genau, rappelte ich mich langsam auf. Ich musste mich ablenken, nur wie? Ich entschied mich, Petrit anzurufen und zu fragen, ob er Lust hatte, vorbeizukommen. Wie immer eigentlich. Ja, das ist wirklich voll real. Ist ja jedes Wochenende, komm rüber. Ja, so, hey, Petrit, Bock rüber zu kommen? Ja. Okay. Er ging dran und ich flüsterte mit weinerlicher Stimme. Petrit. Okay, ich kann das gerade nicht machen. Petrit. Felix, alles okay? Felix, alles okay? Fragte er besorgt. Kannst du vorbeikommen? Das würde ich so heulen, Alter. Mit einem Ping gleich da, ich würde das schreien. Bin gleich da, zwei Stunden später, ey, hier bin ich. Bennett hat das Telefonat und ich setze mich aufs Sofa. Wenn ich schreibe, ich gehe gleich los, bin ich meistens. Dann geht er meistens angezogen. Eine Stunde danach erst los. So, also, so ja, was hast du gemacht? Ich habe noch mal geschlafen oder so. So am Wochenende, ey, Petrit, machst du mal? Ich lieg so im Bett. Ja, ich komm gleich. Ja, ich bin gleich da. Okay, jetzt noch ein bisschen. Nach eineinhalb Stunden, ja, das war ja realistisch. Ich hab's einfach nie mehr gelesen. Ich sehe es einfach jetzt erst. Klingelte es endlich und ich ging langsam zur Tür und öffnete sie. Du lagst. Okay. Ah, lese nochmal ab, den zweiten Absatz nochmal, den zweiten, das nochmal vor. Okay. Nach eineinhalb Stunden klingelte es endlich und ich ging langsam zur Tür und öffnete sie. Petrit hatte zwei Tüten in den Händen und stellte sie ab, als er in mein verheultes Gesicht sah. Also bis jetzt ist alles gut, okay. Gut. Ich glaube, gleich wird's geil. Meinst du? Okay. Ja. Er zog mich sanft in seine Arme und ich lehnte meinen Kopf gegen seine Schulter. Okay. Weil ich will heute Schulter trainieren, ne? Also die ist bestimmt relativ rund. Komm, lass uns reingehen, flüsterte er schließlich und zog mich sanft herein und wieder auf das Sofa. What? Er legte seine Arme um mich, streichelte beruhigend meinen Rücken, war einfach da. Oh Junge, da muss ich ihm gar nicht den Cock in sein Ass ballern, das ist schon gay genug so, das ist so ultra romantisch.
Willst du mir erzählen, was passiert ist? Er strich mir die einzelnen Tränen, die noch über meine Wangen liefen, weg und sah mich an. Mach du weiter. Revi, er hat Schluss gemacht, weil er mich nicht liebt. Ich hob meinen Kopf und erwiderte seinen Blick. Er schaute mich mitleidig an, doch in seinen Augen war noch etwas anderes zu sehen. Sowas wie Freude, Hoffnung, vielleicht sogar Liebe. Ich verwarf den Gedanken schnell wieder. So ein Arsch, er hat dich nicht verdient, Felix, als ob du sowas sagen würdest. Er drückte mich noch fester an sich und legte seinen Kopf auf meine Brust. So wie ich es immer bei Revi gemacht hatte. Petrus streichelte meine Haare und drückte mir einen kleinen Kuss auf den Kopf. Warte mal, eben flüsterte er. Ich hab noch was mitgebracht. Jetzt holst du so ein Dildo oder so. Ja, nein. Er verließ den Raum und kam kurz darauf mit 5 Tafeln Schokolade und einem großen Becher Eis wieder. Als ob du das machen würdest. Du würdest mit so einem Korb Gemüse oder so kommen, bestimmt. Ja. Verlegen schaute er mich an und erklärte dann, dass das Mädchen das doch auch immer machen würden, wenn es ihm schlecht ginge. Dazu schob er noch einen. Okay, warte. Oh, was? Wir sind schon relativ weit. Okay. Ich wollte nur noch den Absatz lesen. Oder sollen wir da aufhören? Lass den bei mir weiterlesen. Okay, schlecht ginge. Okay. Dann war's das für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Und guckt am besten, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bei Petrit vorbei. Und ja, das war's für mich. Hast du noch irgendwas zu sagen, Petrit? Nee. Okay, das war's. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.